In einem Hochofen wird Roheisen geschmolzen. Die Einsatzstoffe Erz, Kalk und Koks werden immer in Schichten oben in den Hochofen eingefüllt und sacken dann über Stunden ganz langsam nach unten. Um das Eisen aus dem Eisenerz herauszuschmelzen, benötigt man ca. 2000 Grad. Durch die Verbrennung mit dem Koks entsteht ein ganz stark kohlenmonoxidhaltiges Gas, das sogenannte Gichtgas, das die Einsatzstoffe umströmt und dem Eisenerz den Sauerstoff entzieht. Das Eisen schmilzt bei 2000 Grad und die gesamten erdigen und steinigen Anteile, die auch in dem Eisenerz drinstecken, binden sich an den Kalk und verbinden sich zu der sogenannten Schlacke, die ebenfalls mit dem Roheisen alle 2 Stunden am Hochofen in der Gießhalle abgestochen wird. Um auf Temperatur zu kommen, braucht man heißen Wind. Dieser heiße Wind wird im sogenannten Winderhitzer oder Kauper hergestellt. Dazu fängt man das Gichtgas, was durch die Verbrennung im Hochofen entsteht, oben ab. Man reinigt es und vermischt es quasi mit Sauerstoff und führt es dann wieder dem Hochofen über Heißwinddüsen zu.